Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute stellen wir uns mal wieder die Frage, schon gelesen oder subt es noch? Wir schauen uns gemeinsam die Neuzugänge aus dem Februar 2020 an, also alle Neuzugänge vor einem Jahr. Und ja, schauen einfach mal rein, ob ich da schon was gelesen habe, an was ich mich vielleicht auch noch erinnere bei den gelesenen Büchern und was ungelesen ist und vielleicht auch warum. Es sind im letzten Februar 17 Bücher bei mir eingezogen. Kommt mir doch relativ viel vor für den Februar. Aber ich glaube, dass als ich Besuch von meiner Freundin aus der Schweiz hatte, dass wir da irgendwie mal bei der Thalia waren und es da so eine Aktion gab mit 5 Büchern wird es irgendwie günstiger. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt und Mängelexemplare sind ja immer so ein bisschen eine Gefahr. Ich schaue mir jetzt das Video schon Anfang Februar an, weil ich würde gerne dann tatsächlich versuchen, im Februar vielleicht auch die Bücher, die noch offen sind, so ein bisschen mit in den Fokus zu stellen, damit die Bücher möglichst wirklich dann nicht länger als ein Jahr sozusagen auf dem Sub liegen. Aber wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam rein und ich bin schon sehr, sehr gespannt. So, ja, letztes Jahr im Februar war die Welt noch in Ordnung. Ja, es beginnt mit Episode 2 von 0711 Love Stories von Adriana Popescu. Ich glaube, insgesamt gab es da mittlerweile 3 oder 4 Kurzgeschichten, Episoden. Ich weiß, dass es jetzt wieder weitergehen soll. Ich mag Adriana Popescus Schreibstil unglaublich gerne und ich mochte den auch in den Kurzgeschichten, die ja immer nur so 80, 90 Seiten hatten und ich habe da wirklich meinen großen Spaß dran, diesen Fokus so ein bisschen auf Dialoge, auf den Moment im Leben zu richten. Richtig toll. Liebe mich für immer von Katinka Engel müsste der 3. Teil, glaube ich, sein. Ja, ich mochte alle 3 Teile sehr, sehr gerne. Hier ging es ja so ein bisschen um zweite Chancen und wir hatten ja im Grunde auch immer einen Perspektivwechsel. Meistens einen jungen Mann, der irgendwie schon mal im Gefängnis war und der dann aber eben rauskommt und das Leben eben nochmal von vorne beginnen möchte in den verschiedensten Varianten. Und ich glaube, im 3. Teil war dann der Fokus auf die Sozialarbeiterin, die im Grunde diese jungen Zurückkehrer ins Leben betreut. Ich fand die Trilogie richtig gut. Mir hat die sehr gefallen. Ich mochte vor allem auch so ein bisschen diesen Gedanken von Katinka Engel, dass eben Leben nicht einfach nur schwarz-weiß sind, dass eben auch ganz viel dazwischen passiert, zwischen 2 Taten oder wie auch immer. Und hat mir gut gefallen. Das die neue Reihe von Katinka Engel, da fand ich ja den Auftakt nur so okay. Weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt in Kanada weiterverfolgen würde oder nicht. The Shape of Water von Guillermo del Toro und Daniel Kraus ist noch nicht gelesen, beziehungsweise in dem Fall gehört. Ich glaube, da hat im letzten Jahr mal Steffi vom Buchschnack so, so geschwärmt und es war ja dann auch die Verfilmung in aller Munde. Ich weiß gar nicht, ob die dann auch Oscar-technisch in dem Jahr oder in dem letzten Jahr dann schon war. Man hört da so, so viel Gutes und Tolles und das Buch habe ich ganz, ganz weit oben auf meiner Hörliste und tausendmal schön von Mara Wolf habe ich auch gehört. War ich ein bisschen enttäuscht. Mich hatte das sehr angesprochen mit diesen verschiedenen Leben und dass man sich eben auch schon immer mal getroffen hat. Und dann war das aber doch eher irgendwie so eine ganz seichte Teenie-Geschichte und das meine ich gar nicht wertend. Aber ich habe was ganz anderes hier erwartet, als ich bekommen habe. Und ich glaube, ich habe das nicht mal zu Ende gelesen oder zu Ende gehört. Ich glaube, das habe ich sogar abgebrochen, weil ich tatsächlich mit der Geschichte und dem Stil überhaupt nicht warm geworden bin. Und Cover wunderschön. Ich weiß auch, dass der Buchschnitt, glaube ich, pink war, aber ja, meins war es nicht. Weiter ging es dann mit dem 2. Teil Manipuliert. Das ist die Reihe Infiziert von Terry Terry. Da hatten wir Band 1 gelesen im Leseclub. Und hier haben wir bei Infiziert im Grunde ja auch so ein bisschen eine Virusinfektion und viele sterben, aber einige überleben. Und es war schon ein bisschen spannende Jugendbuch, Postapokalyptik. Ich habe mir dann den 2. Teil geholt und ich glaube, den habe ich sogar abgebrochen, weil das ganz anders war als Band 1. Also ich schüttel hier auch ganz vehement den Kopf. Ich habe das in Erinnerung, dass mir der 2. Teil gar nicht mehr gefallen hat. Ich weiß nicht, ob dann die Liebesgeschichte zu weit in den Fokus gerückt ist oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich habe den 3. Teil definitiv nicht gekauft und auch nicht gelesen. Und fand ich sehr schade, weil uns, glaube ich, auch der 1. Teil überraschenderweise sehr, sehr gut gefallen hat und ich auch gar nicht damit so gerechnet hatte. Aber es ist manchmal leider so, dass
Simon und ich von John Katz war eine wunderbare Eselsgeschichte, wo es eben um die Befreiung von Simon geht, also dem Esel, und der uns dann eben auch so ein bisschen, oder beziehungsweise John Katz uns ein bisschen sein Leben erzählt, seine Familie, die Tiere, die er rettet, was da so ein bisschen dahinter steckt, wie er überhaupt dazu gekommen ist, auf einmal Tiere zu retten und insbesondere Simon. Und ich mag solche Tiergeschichten, die eben auch lebensverändernd für den Menschen sind, sehr, sehr gerne. Natürlich ist es schon immer so, dass wenn ein Mensch ein Tier rettet, das für das Tier ja alles bedeutet, denn es hat ja nun mal nicht mehr als dieses eine Leben. Aber schön ist natürlich dann auch dieser Rückschluss, dass wenn eben man selbst eben merkt, dass man auch gerettet wird, weil man eben etwas Gutes getan hat, weil man dem Tier etwas Gutes getan hat. Und die Geschichte habe ich in sehr schöner Erinnerung und die ist auch im Freundeskreis umhergewandert, weil natürlich dieses Cover einfach jeder toll fand und ja, wie es dann manchmal so ist. Ha, dann ging es weiter mit der Hexersaga von Andrzej Sapkowski, die Zeit der Verachtung und Feuertaufe. Das müssten Band 2 und 3, ich glaube, der 5er-Reihe gewesen sein. Glaube ich, ja, weil ich glaube, Teil 4 und 5 habe ich mir dann im März erst geholt. Also müssten das 2 und 3 sein. Und ich war da total im Bann und total gefesselt und ja, es musste direkt weitergehen. Die Kurzgeschichten habe ich ja nur als E-Book gelesen und dann habe ich die Reihe mir aber in dieser wunderschönen Neuaufmachung vom DTV Verlag dann eben auch komplett geholt und die steht auch wunderbar im Regal. Es war wirklich eine Highlight-Reihe im letzten Jahr. Habe ich sehr, sehr genossen und wir haben hier wirklich Dark Fantasy und Wahnsinn, Geralt als Protagonist. Ich bin immer noch so, so in love und ich freue mich jetzt schon so auf die zweite Staffel von The Witcher. Ich möchte auch unbedingt ganz bald die erste Staffel mit meinem Wissen jetzt sozusagen nochmal rewatchen und da reinkommen und das ist einfach großartig. Eine wunderbare Geschichte, wirklich auch toll erzählt, in einem ganz besonderen Stil auch erzählt. Sapkowski kann einfach wahnsinnig gut Geschichten schreiben und auch diese verschiedensten Magien, die wir hier treffen, Kreaturen und auch die Monster und natürlich auch wirklich eben einfach Geralt als Hexer mit seinem Pferd Plötze. Ach, es ist einfach, ja, dazu wunderschön und ja, ich möchte jetzt auch ganz bald den letzten Kurzgeschichtenband lesen von Sapkowski, der, glaube ich, noch eine Geschichte vom Hexer beinhaltet. Und ja, ich hoffe, dass der dann jetzt im Februar auch bei mir einzieht. Ah, Die Liebenden vom Ende der Welt von Mitch Raymond habe ich im Januar gelesen, weil es jetzt einfach Winter war und weiß war und kalt war. Und damals hat Claudia von Beauty Butterflies uns ja alle gefühlt angefixt. Und es war eine wunderbare Geschichte, auch wenn der Titel sehr irreführend ist. Aber es ist definitiv eine Liebesgeschichte an die Antarktis und richtig toll. Ein Gesicht in der Menge von Stephen King und Suat Onan habe ich letztes Jahr, glaube ich, im King im Aprilmonat gelesen. War eine Kurzgeschichte, die ich sehr packend, sehr fesselnd fand. Ich mir aber definitiv 300 Seiten mehr gewünscht hätte. Und man kann natürlich zu so einer Kurzgeschichte nicht viel sagen. Ich habe das, glaube ich, auch gebraucht bei Medimops mir bestellt. Und ja, war eine tolle Geschichte, aber einfach zu kurz. Das muss man definitiv sagen. Die Idee war aber richtig toll. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass man wirklich ein Hardcover für so eine Kurzgeschichte irgendwie macht. Also ja, da finde ich die Sammlungen definitiv ein bisschen effektiver. Und ja, frag mich immer, warum das so ein bisschen einzeln kommt. Ja, Nordblut von Mira Valentin, der Auftakt ihrer Reihe. Ich glaube, es werden 4 Teile, wenn ich mich nicht irre. Mittlerweile ist auch schon der 2. erschienen und gelesen. Ja, habe ich verschlungen. Wir haben hier nordische Götter und das Leben im Grunde mehr oder weniger der Wikinger, die sich natürlich selbst noch nicht so bezeichnen. Und es geht da natürlich auch so ein bisschen drum, um das Finden in der Zeit, in dem Wandel, in ja, dass eben auch jetzt Priester kommen, die ja einen so ein bisschen von dem damaligen Glauben wegbringen wollen. Ich fand es großartig erzählt. Es war düster, es war spannend, es war packend. Ich finde auch Mira Valentin hat so eine ganz besondere Gabe, Dinge wiederzugeben, die sie beobachtet. Und ja, ich fand es einfach großartig. Also man sieht, ich war da schon im Fantasy-Fieber, was sich ja dann das Ganze ja auch durchgezogen hat. Auch der 2. Teil, richtig toll. Ja, es geht mit Fantasy weiter. Die Chroniken von Alice, Finsternis im Wunderland von Christina Henry. Endlich sind diese Bücher übersetzt worden. Ich weiß, die englischsprachigen Booktuber schwärmen schon von den ganzen Büchern von Christina Henry. Das ist der 1. Teil und wir haben hier eine ganz andere Alice-Geschichte. Es ist auch keine echte Adaption, sondern erzählt im Grunde die Geschichte von Alice weiter, dass sie eben in der Irrenanstalt ist, dort auf Hatcher trifft, dann gibt es eine Flucht aus der Irrenanstalt, aus der Klinik und sie sind jetzt dann eben ja hier unterwegs und es war bildhaft, es war spannend, packend, brutal, düster.
ich habe den ersten Band geliebt, auch den zweiten Band, und ich freue mich auf die Kurzgeschichten zu Alice, und dann wird auch demnächst irgendwann Lost Boy, also die Geschichte zu Peter Pan kommen, und ich freue mich da mega, mega, mega drauf. Ja, dann ist es tatsächlich so mit den Mängelexemplaren unter Thalia. Das erste Buch ist dann Fettlogik überwinden von Nadja Herrmann. Und ich glaube, es war auch eine Empfehlung von meiner Freundin, die mit dabei war, dass ihr das unglaublich viel gegeben hat, sie sehr informiert hat. Ich habe angefangen, es zu lesen. Meins war es nicht. Also ich mochte die Art nicht, wie Nadja Herrmann uns hier heranführt an dieses Thema, dass sie auch sehr verallgemeinert. Und ja, natürlich muss man bei einem Ratgeber den Standard irgendwie umfassen, aber ich hatte da irgendwie keine so richtige Lust, dann weiterzulesen. Ich weiß nicht, meins war es irgendwie nicht. Solange du noch träumen kannst, habe ich, glaube ich, angelesen. Und leider nicht weitergelesen. Ich weiß gar nicht, das habe ich, glaube ich, im Sommer mal in die Hand genommen. Und es ist eine italienische Autorin, wenn ich mich recht entsinne. Klang auch nach einer ganz süßen Geschichte. Ja, war aber nicht meins. Also angelesen und ich glaube mittlerweile auch aussortiert. Ich würde ja noch nicht mal sagen, glaube ich, dass ich es abgebrochen habe. Ich glaube, ich habe da auch nur so 50, 60 Seiten gelesen und bin nicht reingekommen. Wobei ich gar nicht weiß, woran es tatsächlich mehr so lag, ob es einfach der Stil war, der nicht meins war, weil das Cover ist auch richtig schön, ne? Aber ich müsste mal meine Notizen schauen. Aber angelesen ist es und ja, im Grunde auch schon aussortiert und ja. Das Jahr des Rehs von Stephanie Jana, glaube ich, und Ursula Kollrich hat mich definitiv vom Cover angesprochen. Habe ich noch nicht gelesen, ist also das zweite ungelesene Buch. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, um was es da eigentlich geht. Ich weiß, dass mir das Cover gefallen hat, definitiv auch der Klappentext, aber wie es halt so oft ist bei den Mängelexemplaren, man denkt da nicht so groß darüber nach, ob man das Buch sich besorgt oder nicht. Und das ist auch was für dieses Jahr, wo ich mir denke, ich muss da einfach vorbeigehen oder gezielt wirklich nur Bücher kaufen, die auch irgendwie auf der Wunschliste stehen oder auf der Gedankenliste. Oder wenn man einen Autor entdeckt, wo man vielleicht schon ein, zwei Bücher kennt, dass man sagt, oh, ich nehme ich mal mit. Oder ich habe ja auch schon Jeffrey Archer Bücher gekauft. Also ja, noch nicht gelesen. Gaviotas von Ellen Wiseman ebenfalls noch nicht. Da kann ich mich ein bisschen mehr erinnern, denn das ist schon so in Richtung auch einer Dystopie. Ich glaube, da ging es um eine Stadt, ein Dorf, was jetzt irgendwie autonom leben möchte, was sich komplett auch irgendwie abschottet und ja, ich glaube, ihren Strom selbst macht und so weiter und da eben eine eigene Gemeinschaft irgendwie bildet. Und das klang auch super spannend. Da weiß ich tatsächlich noch gar nicht, warum ich nicht dazu gegriffen habe. Vielleicht tatsächlich einfach so ein bisschen die etwas schlechtere Stimmung, die dann im März, April aufgekommen ist. Aber ja, nach wie vor steht es im Bücherregal, im Subregal und ja, habe ich noch vor zu lesen. Das Spielhaus von Ellen Wiseman. Ja, es war nicht klar, als ich das Buch gekauft habe vom Klappentext, dass es sich hierbei um Kurzgeschichten handelt. Und das war dann auch so ein bisschen mein Problem, dass ich mit, ich glaube, ich habe eine Kurzgeschichte so fast beendet, dann in die nächste geschaut und ja, meins war der Stil leider nicht. Auch diese Idee mit diesem, ja, Spiegelhaus tatsächlich, irgendwie bin ich mit dem nicht warm geworden. Ja, war leider nicht so meins und ja, habe ich dann eben auch zur Seite gepackt und aussortiert. Ja, und das waren jetzt auch schon die 17 Neuzugänge aus dem Februar. Ich habe jetzt drei Finger nach oben, das heißt, drei Bücher sind ungelesen. Zum einen The Shape of Water, dann Das Jahr des Rehs und auch Gaviotas. Drei Bücher, die ich jetzt mal so in die engere Auswahl nehmen werde für den Februar und März, sodass sie dann, denke ich, dann auch zeitnah einfach gelesen sind und ja, zumindest mal angelesen. Das ist ja immer das, wo ich denke, ja, wenn Bücher dann doch schon ein bisschen länger auf dem Sub liegen, manchmal verlieren sie eben auch einfach ihren Charme, so traurig das ist, was einen vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren angesprochen hat, findet man jetzt vielleicht nicht mehr so spannend. Das passiert, finde ich aber bei Büchern überhaupt nicht schlimm, da man da ja wirklich Möglichkeiten hat, sie weiterzugeben, sie zu vertauschen und so weiter. Und ja, aber finde ich wieder nicht schlecht. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil ich wirklich dachte, das war doch das, wo ich so 5, 6 Bücher in der Thalia gekauft habe. Aber da war die Angst ja unbegründet, weil ich ja doch schon ein paar davon dann auch gelesen habe. Aber der Vorsatz wird definitiv bleiben, da eher ein bisschen konsequenter zu sein und weniger zuzugreifen. Wie macht ihr denn das so bei Mängelexemplaren in diesem wunderbaren Wühl
Tischen oder auch wenn es bei Thalia dann eben immer mal die Möglichkeit gibt, dass es günstiger wird, umso mehr man kauft. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst uns da in den Austausch gehen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.